Ja, guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Veranstaltung Erinnerungsort Prora heute, Herausforderung an einen angemessenen Umgang. Mein Name ist Michael Wild, ich lehre deutsche Geschichte mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin und bin seit vielen Jahren mit dem Erinnerungsort Prora verbunden. Ich sitze heute in der Stiftung Topographie des Terrors, bin also räumlich da. Meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind digital zugeschaltet, Sie als Publikum auch, was aber nicht bedeuten soll, dass Sie nur digital zuhören sollen. Sie sind herzlich eingeladen, sich mit Fragen, Kommentaren an der Diskussion zu beteiligen. Und Sie haben eine E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen und bin auch sicher, dass es eine lebendige Diskussion geben wird. Wir haben zwei Grußworte zu Beginn. Eine von Sonja Steffen, Mitglied des Bundestages und Vorsitzende des Bildungs- und Dokumentationszentrums Prora e.V. und Steffen Freiberg, Staatssekretär im Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern. Und dann darf ich Frau Steffen um das Wort bitten. Ja, herzlichen Dank, Herr Wild. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Freiberg, sehr geehrte Frau Abgeordnete Kastner, liebe Kerstin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Namen des Vereins Bildungs- und Dokumentationszentrum Prora begrüße ich Sie recht herzlich zur heutigen Konferenz in einem ganz neuen Rahmen, der für viele von uns ja auch sehr neu ist, aber inzwischen auch schon fast gewohnt. Ich freue mich jedenfalls, dass so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind. Und mir zeigt Ihre starke Resonanz, dass Prora nach wie vor die Menschen interessiert und bewegt. Und diesen Rückenwind können wir gut gebrauchen. Vielleicht waren einige von Ihnen ja schon im vorletzten Jahr, so lange ist es nämlich schon her, bei unserer Veranstaltung in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern, wo wir uns alle persönlich sehen konnten, zumindest viele von uns. Seitdem hat unser Dachverein kräftig weitergearbeitet, um an einem erinnerungspolitisch so bedeutenden Ort wie Prora professionelle und dauerhafte Erinnerungs- und Bildungsarbeit zu ermöglichen. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir diesem Ziel in den letzten Monaten einen sehr entscheidenden Schritt näher gekommen sind. Das begann mit dem Herbst 2020. Da wurden im Haushaltsausschuss die Mittelaufstockung durch den Bund bewilligt auf 6,85 Millionen Euro. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte die Kofinanzierung schon vorher zugesichert, sodass uns nun insgesamt 13,7 Millionen Euro für das Bildungs- und Dokumentationszentrum Prora zur Verfügung stehen. Mit dem Kabinettsbeschluss vom 16.03.2021 und dem dann folgenden Landtagsbeschluss vom 14.04.2021 hat das Land dann endgültig die notwendigen nächsten Schritte in die Wege geleitet, um den Kauf und die Bereitschaft zur Sanierung zu beschließen. Es geht also um den Kamm 7 und die Liegehalle im Block 5 der Anlage von Prora. Aber, das will ich jetzt hier auch nicht vergessen, auch die Immobiliare-Unterstützung durch den Landkreis Vorpommern-Rügen war sehr, sehr hilfreich. Ohne diese wäre das Projekt nämlich niemals zum Leben erweckt worden. Nun wollen wir durchstarten. Und dafür haben wir die besten Voraussetzungen. Ein engagiertes Team vor Ort, die finanziellen Mittel und den entsprechenden Sachverstand. Natürlich hält ein solcher Bau noch die ein oder andere Überraschung bei der Bestandsaufnahme bereit. Ich bin mir aber sicher, dass uns gemeinsam etwas ganz Großes für Rügen, aber auch für Mecklenburg-Vorpommern gelingen kann und dass dieses Werk auch eine enorme Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus entwickeln wird. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich der Bildungsministerin Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin, den Staatssekretären Steffen Freiberg, Heiko Miras und Patrick Dahlemann, dem Landrat Vorpommern-Rügen Stefan Kehrt sowie Jochen Schmidt von der Landeszentrale für politische Bildung für die Unterstützung dieses wichtigen Projektes. Ja, und last not least, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann heute nicht alle Unterstützerinnen und Unterstützer namentlich erwähnen, möchte es aber nicht versäumen, den Akteuren der beiden Vereine vor Ort zu danken. Liebe Katja Lucke, liebe Irene Schlund, lieber Uwe Neumerker, liebe Susanna Misgeiski und liebe Kerstin Kastner, ein großes Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz.
Liebe Gäste, wie Sie sich denken können, kann ein kleiner Verein wie unserer diese Konferenz natürlich nur schwerlich alleine stemmen. Deshalb danke ich Jochen Schmidt und der Landeszentrale für politische Bildung für die finanzielle Unterstützung des heutigen Abends und wünsche uns alle nun eine anregende Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Steffen, für Ihr Grußwort und die Anregung. Ich glaube, wir werden das sicher aufgreifen und eine anregende und produktive Diskussion haben. Da darf ich jetzt Herrn Staatssekretär Freiberg bitten um sein Grußwort. Einen wundervollen guten Abend. Ich hoffe, ich bin vernünftig zu verstehen. Ja. Liebe Sonja Steffen, sehr geehrte Frau Kassner, sehr geehrte Frau Lucke und Frau Miskalski, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen, und ich will Ihnen nichts über den historischen Wert dieses Ortes erzählen, denn die allermeisten von Ihnen wissen das sicher besser als ich, sondern ich will gleich nahtlos an die Einladung anschließen, wenn Sie das gestatten. Denn dort heißt das schnörkellos, ich zitiere verkürzt, rund 20 Jahre nachdem sich das Dokumentationszentrum PORA und das PORA-Zentrum gründeten, wird es nun eine neue Bildungsstätte geben. Aus meiner Sicht ist dieser Satz in puncto lyrischer Klarheit kaum zu übertreffen, denn wie sonst hätte man es schaffen können, die gesamte Geschichte in einem Einladungstext zusammenzufassen. Allerdings, das darf ich mit meinem Blick wohl sagen, ist es durchaus ein wenig komplizierter gewesen. Und ohne in extenso darauf einzugehen, darf ich trotzdem Ihre Geduld strapazieren. Denn wenn am Ende dieses neuen Anfangs dann die neue Bildungs- und Gedenkstätte PORA im historischen Ort eröffnet werden kann, dann werden sich ganz viele sicher nicht mehr daran erinnern oder daran erinnern wollen. Bei allen Unterschiedlichkeiten muss allen immer klar sein, welches teure Stück Erinnerungskultur sie dann vor sich haben. Und teuer bemesse ich nicht in Talern oder Scheinen oder in den 13,7 Millionen Euro, die Bund und Land gemeinsam zunächst investieren wollen. Denn wenn ich an die schwierige Lage denke, in der sich nicht nur die Liegenschaft und deren Verhältnisse befanden, sondern was die Verhältnisse rundherum um die Liegenschaft anlangte, dann vergessen Sie bitte nie den schwierigen Weg zum Erfolg. Und vergessen Sie nie, dass nur ein starkes gemeinsames Auftreten der Akteure vor Ort dazu führt, andere von den eigenen gemeinsamen Interessen zu überzeugen. Dies erlaubt, dass einige von Ihnen die Vollendung Ihres Lebenswerkes erleben und betreten werden. Dazu gratuliere ich Ihnen. Und wer, meine Damen und Herren, kann das schon von sich behaupten? Und das, meine Damen und Herren, das glaube ich mit einiger Zuversicht, ist immer mal ein Kompromiss wert. Es freue ich mich ganz besonders, dass nun zum ersten Mal seit 30 Jahren die wichtige und spannende inhaltliche Debatte über die Zukunft des Erinnerungsortes PORA vor dem Hintergrund einer gesicherten Perspektive für die Erinnerungsarbeit an diesem Ort geführt werden kann. Ein ganz herzlicher Dank, ich kann das nur bestätigen und bekräftigen, geht an dieser Stelle an die Kollegen Patrick Dahlemann und Heiko Miras und an die Bundestagsabgeordneten, die parteiübergreifend dafür gesorgt haben, dass die notwendigen Mittel zur Sanierung des Gebäudes zur Verfügung stehen. Sonja Steffen, Eckhard Rehberg und Kerstin Kastner mussten nicht überzeugt werden, sich im Bundestag für PORA einzusetzen, sondern sie haben selbst mit großem Engagement andere überzeugt. Dass wir damit seit 1990 vor einer für die Erinnerungsarbeit in PORA noch nie dagewesenen Situation stehen, erfüllt mich, auch ganz ehrlich gesprochen, ein Stück weit mit Genugtuung. Die Weichen für die weitere Arbeit sind gestellt. Die staatliche Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landes hat in PORA ihre Arbeit aufgenommen. In Kürze kommt die dafür eingerichtete Projektarbeitsgruppe zusammen. Parallel dazu wird die Landeszentrale für politische Bildung die notwendigen inhaltlichen und strukturellen Arbeiten weiter vorantreiben. Wir können mit dem Ankauf durch das Land endlich eine Perspektive schaffen und unserer gemeinsamen Verantwortung für die Erinnerungskultur in diesem Land
nachkommen. Herzlichen Dank an Sie alle und für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Freiberg, ganz herzlichen Dank für die ermunternden Worte. Ohne Bund und Land und dem Engagement säßen wir heute nicht hier mit dem Optimismus, den Sie gerade noch einmal angesprochen haben. Ich freue mich, dass nun die beiden Hauptakteurinnen vor Ort, nämlich Katja Lucke, Leiterin des Vereins Dokumentationszentrum PRORA, und Susanne Miskalski, Leiterin des Vereins PRORA Zentrum, die zusammen den neuen Verein Bildungs- und Dokumentationszentrum PRORA bilden, der im Block selbst eine neue Bildungsstätte errichten wird. Und ich darf beide bitten, den Einführungsfilm uns zu zeigen, den Sie vor Ort aufgenommen haben. Hallo, mein Name ist Katja Lucke. Ich bin die wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationszentrums PRORA. Das befindet sich hier im Querriegel der südlichen sogenannten Festplatzrandbebauung im Zentrum der historischen Anlage. Ja, und mein Name ist Susanna Miskalski. Ich bin die Leiterin des PRORA-Zentrums. Und das PRORA-Zentrum befindet sich weiter im Norden beim Block 5. Beide Vereine arbeiten zur Geschichte PRORAs im 20. Jahrhundert und wir betreiben Dokumentation, Forschung und Bildungsarbeit. Die beiden wissenschaftlichen Einrichtungen arbeiten hier schon seit etwa 20 Jahren, haben sich 2017 in einem Dachverein gemeinsam organisiert. Und wir zeigen jetzt in aller Kürze, was wir hier in den letzten 20 Jahren so gemacht haben. Viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Wir erzählen hier in unserer Dauerausstellung im Dokumentationszentrum PRORA die gesamte Geschichte der KDF-Anlage, der Kraft-durch-Freude-Anlage, haben aber schon einen klaren Schwerpunkt bei der NS-Zeit, in der diese Anlage und auch die Idee dazu entstanden ist. Unsere Dauerausstellung beschäftigt sich erstmal mit der Volksgemeinschaft, der von den Nationalsozialisten proklamierten Volksgemeinschaft, und schafft hier erstmal den historischen Kontext für die KDF-Anlage. Genauer geht es im regionalen Teil weiter. Wir befinden uns hier in dem regionalen Teil unserer Dauerausstellung. Hier geht es um die NS-Zeit auf Rügen, insbesondere aber natürlich um die Baugeschichte des KDF-Seebades Rügen, und zwar wird sie hier bis zum heutigen Tage verfolgt. Besondere Themen darin sind die Zwangsarbeit zur NS-Zeit als auch die Polizeibataillone, die hier während des Krieges ausgebildet wurden und zu verbrecherischen Einsätzen hinter die Front geschickt worden sind. Zu unserem Aufgabenbereich gehört es auch, Sonderausstellungen anzufertigen. Wir forschen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Wir hatten hier einen Dokumentenfund, an den wir in diesem Fall durch Zufall geraten sind, und haben daraus die Sonderausstellung Baustelle PRORA herstellen können. Wir machen selber Sonderausstellungen. Wir holen uns aber auch gerne Wechselausstellungen von anderen Einrichtungen ins Haus, um möglichst viele Themenbereiche hier bei uns im Haus vertiefen zu können. Eigentlich würden hier jetzt lauter Schülerinnen und Schüler und auch Erwachsene sitzen. Wir haben ein sehr breit angelegtes Bildungsprogramm mit Workshops und Seminaren und auch anderen Formaten, um Themenbereiche der NS-Geschichte, auch DDR-Geschichte hier angemessen vertiefen zu können. Rundgänge und Fahrradtouren gehören zum Standard in unserem Angebot. Eins unserer Lieblingsprojekte war immer der deutsch-polnische Jugendaustausch, wo Jugendliche auf ehemalige Zwangsarbeiter aus der NS-Zeit hier auf Rügen getroffen sind. Diese Art der internationalen Begegnung wollen wir gerne weiter verstärken. Angesichts der Pandemiesituation basteln wir auch gerade an weiteren digitalen Formaten. Das KDF-Seebad ist eine der größten architektonischen Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten und kann heute noch deutlich machen, wie NS-Ideologie im Alltag funktionieren sollte. Wir stehen hier vor einem unserer Rundgangs-Highlights, der Empfangshalle,
so wie sie im Nationalsozialismus gedacht war, Bestandteil der südlichen Festplatzrandbebauung. Die Empfangshalle ist nicht verwendet worden in der Nazizeit, um Urlauber tatsächlich in Empfang zu nehmen, weil der Gebäudekomplex insgesamt gar nicht fertiggestellt worden ist. Hier hat gar keiner Urlaub gemacht. Trotzdem ist das Seebad bedeutend gewesen als Propagandainstrument und hatte einen systemerhaltenen Beitrag geleistet. Die Empfangshalle wurde zu DDR-Zeiten verwendet als Sporthalle von der NVA und nach Mauerfall als Skaterhalle. Und heute wartet es auf seine Sanierung und wird dabei vermutlich doch ziemlich verändert werden. Der Weg geht jetzt hier über den Festplatz rüber zum Prora-Zentrum und zum neuen Standort des neuen Dokumentations- und Bildungszentrums, so wie wir jedenfalls hoffen. Hallo, herzlich willkommen im Prora-Zentrum. Wir informieren über die Geschichte Proras im 20. Jahrhundert, das heißt, es geht um die NS- und DDR-Geschichte des Ortes. Diese dokumentieren wir in unseren Ausstellungen. Forschungsergebnisse veröffentlichen wir in unserer wissenschaftlichen Reihe oder bei längerfristigen Projekten mit Schülern und Schülerinnen werden die Ergebnisse in Projektzeitungen oder in Broschüren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Historie Proras ist vielschichtig, deswegen arbeiten wir in unserer Bildungsarbeit gerne mit diesem Zeitstrahl. Es geht einmal um die Planungs- und Bauphase, dann um die Zeit während des Zweiten Weltkrieges, schließlich um die Zeit der DDR. Der Zeitstrahl endet, aber die Geschichte Proras geht weiter. Das KdF-Seebad Rügen ist ein Symbol für die NS-Sozialpolitik. Aus unserem Bestand zeigen wir zurzeit Aufnahmen der Fotografen Hugo und Karl-Hugo Schmölz, die speziell von dem Architekten Clemens Klotz beauftragt wurden, die Planungs- und Bauphase festzuhalten. Teile unseres Wissens über die Anlage entnehmen wir diesen detailgetreuen Aufnahmen aus dieser Zeit. In unserer Bildungsarbeit beschäftigen wir uns auch mit den verschiedenen Nutzungen Proras während des Zweiten Weltkrieges. Beispiele dafür sind Schicksale der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sowie die Geschichte der Polizeibataillone, die hier für den Kriegseinsatz ausgebildet wurden. Das Gebäude, in dem sich das Prora-Zentrum heute befindet, ist ein ehemaliges Wachhaus aus der Zeit des Militärstandortes Prora. An dem Bau waren auch ehemalige Bausoldaten beteiligt. Bausoldaten, das sind die Waffendienstverweigerer der DDR gewesen, die keinen zivilen Ersatzdienst leisten durften, sondern nur einen Dienst ohne Waffe innerhalb des Militärs. Ab 1982 waren eine große Zahl von Bausoldaten beim Bau des Hafens Mukran eingesetzt. Viele Waffendienstverweigerer waren in der Oppositionsbewegung der DDR engagiert und waren dann auch an der friedlichen Revolution 1989-90 beteiligt. Die historisch-politische Bildungsarbeit zur NS- und DDR-Geschichte stellt einen wesentlichen Schwerpunkt unserer Arbeit dar. Rundgänge im Gelände, Wanderungen und Fahrradtouren sowie Exkursionen, Projekte und Seminare gehören zu unseren Angeboten, die auch von internationalen Partnern genutzt werden. Mit Schulen aus der Region, der Universität Greifswald, dem Förderkreis Bausoldaten Prora e.V. und der benachbarten Jugendherberge kooperieren wir seit vielen Jahren. Zum Schluss nochmal ein Blick auf unsere Außenausstellung. Hier eines von drei Elementen, die wir auf dem Gelände installiert haben. Es geht um den Militärstandort Prora und diese Stele verweist auf die Originalarrestzelle, die sich bei uns im Gebäude befindet. Man sieht dort unter dem Fenster einen Wanddurchbruch, wo man von außen direkt in die Zelle schauen kann. Und jetzt geht es weiter zum Block 5, wo das zukünftige Bildungs- und Dokumentationszentrum entstehen wird. Ja, wir befinden uns jetzt hier beim Block 5. Dort, wo die weißen Platten zu sehen sind, wird das zukünftige Bildungs- und Dokumentationszentrum entstehen, gleich neben der Jugendherberge, die seit 2011 hier vor Ort tätig ist.
Wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, wie die Ausstellung im Haus aussehen könnte. Ein Grobkonzept existiert bereits für den Fall der Fälle. Zentrales Thema ist natürlich die NS-Zeit, aber auch der Militärstandort zu DDR-Zeiten und auch die Gegenwart nach 1990 bis heute soll Thema sein, in der um den angemessenen Umgang mit der Anlage gerungen worden ist. Bis das alles Realität wird, wird es noch ein wenig dauern. Aber jetzt geht es erstmal darum, Inhalte festzuklopfen und wir freuen uns deshalb auf die jetzige Podiumsdiskussion. Herzlichen Dank an Sie beide, Katja Lucke und Susanne Miskalski. Damit wird, denke ich, deutlich, wie komplex, vielschichtig dieser Erinnerungsort Prora ist. Begonnen als, man muss schon sagen, monströses Seebad für die NS-Volksgemeinschaft, natürlich in einer rassistischen und antisemitischen Sozialpolitik und dann von der DDR, aber diese Gebäude, die eigentlich als Seebad gar nicht genutzt worden, sondern im Krieg eben mit Zwangsarbeitern als Militär für die Wehrmacht, aber dann nach dem Krieg auch weiter von der DDR genutzt wurden. Also ein vielschichtiger Erinnerungsort mit einer Menge von Facetten, die beleuchtet werden müssen. Darum freue ich mich sehr, eine illustre Runde von Diskutantinnen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu haben. Ich darf mit Professor Dr. Stefanie endlich beginnen. Sie ist Architekturhistorikerin und Professorin an der Universität der Künste in Berlin, seit vielen, vielen Jahren ausgewiesen in der Erinnerungskultur für die Bedeutung der Bauten und der Architektur. Das ist ja gerade in Prora mit diesem gigantischen Riegel an der Ostsee eine besondere Herausforderung. Vor allem, welche bauliche, architekturgeschichtliche Bedeutung besitzt denn Prora heute? Danke, Michael Wild. Bin ich zu verstehen? Gut zu verstehen. Ich danke für die freundliche Vorstellung. Ich muss aber unbedingt was richtigstellen. Ich bin keine Architekturhistorikerin, sondern habe mich nur mit dem Thema im Laufe meines Lebens beschäftigt. Bin Autorin und Ausstellungsmacherin und auch Mitglied im Beirat von Prora. Ich bin auch keine Professorin, sondern Honorarprofessorin. Das ist schon ein Unterschied. Also keine, das sind aber akademische Feinheiten. Ich antworte gern auf die Frage in aller Kürze, welche architekturgeschichtliche Bedeutung Prora heute hat. Diese architekturgeschichtliche Bedeutung ist auf alle Fälle sehr viel größer, als man vermutet, wenn man beim Besuch in Prora oder von Luftaufnahmen aus die Anlage betrachtet. Da sieht man zunächst erstmal die Dimensionen. Man sieht diese unendliche Reihung, auch in gewisser Weise Monotonie der Reihung der Blöcke und Fassaden. Und das Ganze wird aber eben schon seit längerer Zeit gemildert, besänftigt durch die Balkonstrukturen. Die Fassaden werden dadurch lebendiger und durch die gärtnerische Einfassung. Das als Baudenkmal hat Prora eine ganz besondere und einzigartige Bedeutung, weil oder obwohl, man könnte beides sagen, Prora nicht zum gängigen Verständnis von nationalsozialistischer Architektur passt. Also was wir hier nicht haben, ist diese neoklassizistische Anmutung wie bei NS-Staatsbauten. Wir haben auch keine düstere Architektur wie in Konzentrationslager, in Gedenkstätten heute in Konzentrationslagern, wo ja die Architektur ganz stark auf Gefängnisarchitektur zurückgeht. Wir haben auch nicht diese mittelalterlichen Anmutungen wie bei Ordensburgen zum Beispiel, Vogelsang, sondern wir haben es hier tatsächlich mit einer sehr sachlichen und modernen Architektur zu tun.
die sozusagen noch moderner gewirkt hätte, wenn, was ja nicht passiert ist, die Verglasung noch zustande gekommen wäre, wenn es zu Ende gebaut worden wäre. Also der Architekt Clemens Klotz hat schon vor 1933 sehr modern gebaut und hatte Affinität zu Bauten des Bauhauses und zu Erich Mendelssohn und anderen Architekten seiner Zeit. Und wenn man sich jetzt das Konzept für Prora, die Entwürfe anschaut und auch den Bau, wie er dann realisiert wurde, lassen sich Parallelen finden. Und das hat vor allem Gabi Dolf-Bohnekemper, die Kunsthistorikerin, erforscht, Parallelen zu Lungensanatorien der späten 20er und 30er Jahre in verschiedenen Orten in Europa und zu anderen Entwicklungen von Freizeit- und Sozialarchitektur in Europa. Allerdings haben wir eben hier diesen ungeheuren Maßstabssprung in der Ausdehnung. Wir müssen aber auch nochmal beim Nutzungskonzept sagen, es gibt rein von der Architektur her ein durchaus für die damalige Zeit fortschrittliches Nutzungskonzept. Also Zimmer mit Aussicht für breite Bevölkerungsgruppen und all die Gemeinschaftsangebote. Das heißt, wenn wir die Anlage betrachten, muss unbedingt mit in den Blick genommen werden der politische Kontext. Der ist ja vorhin schon angesprochen worden von den beiden Referierenden. Angelegt wurde das Ganze als Instrument nationalsozialistischer Massenlenkung. Und darüber sagt die Architektur nur zum geringen Teil was aus. Das heißt, wir müssen uns in die Auseinandersetzung mit dem gesamten Thema dieser gesellschaftlichen und politischen Entwicklung begeben, um die Architektur zu verstehen. Auf der anderen Seite hilft die Architektur uns auch das Thema Volksgemeinschaft zu verstehen. Das ist wirklich ein Ineinandergreifen beider Ebenen, die dann, denke ich, in der Ausstellung, jetzt schon, aber in der neuen Ausstellung nochmal sehr explizit zum Ausdruck kommen soll. Also der politisch-ideologische Gesamtkontext, der ja dann auch diese Kraft durch Freude Angebote als Teil einer gesamten Massenlenkung und Konditionierung von Bevölkerung angelegt hat. Und dies muss durch ergänzende Informationen klar gemacht werden und verständlich gemacht werden, denn einen nationalsozialistischen Stil kann man nicht nur bei diesem, sondern bei vielen anderen Gebäuden auch nicht an Formen und an Stilmerkmalen festmachen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, weil die architektonische Anlage ist ja der Ausgangspunkt des gesamten Erinnerungsprojektes. Und es lohnt unbedingt, sich mit der Architektur selber in dieser Ambivalenz. Ne? Also es hat moderne Elemente und die kann man nicht übersehen, auseinanderzusetzen. Ich möchte am Schluss nur noch kurz erinnern, es gab ja diesen interessanten Beitrag in der Sendereihe vom ZDF Böse Bauten, wo Katja Lucke auch interviewt wird und unter anderem geht man dann in eines dieser Räume, die zu Apartments umgebaut sind und ein Bewohner sagte ganz strahlend, wie schön, man merkt hier gar nichts mehr vom Nationalsozialismus. Und das ist ja diese Ambivalenz, der wir begegnen. Wer es weiß, der ahnt es, aber wer nicht hinschauen möchte und nichts weiß, der versteht es zunächst erstmal nicht. Und das ist die große Herausforderung und eben auch die besondere Bedeutung dieser Architektur, die uns eine Aufgabe stellt. Vielen Dank, Stefanie Endlich. Das leitet ganz gut über zur Frage an Dr. Astrid Leisi, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte und Museum in Sachsenhausen. Und ich wollte Sie fragen,
Das ist ja die Frage nach dem Authentischen, einem Ort, der so viel geschichtet ist wie Prora, anders als ein ehemaliges Konzentrationslager wie Sachsenhausen. Wie kann an diesem Ort überhaupt noch Authentisches erfahren werden oder ist das eine falsche Frage? Der Ort unterscheidet sich natürlich einerseits von Sachsenhausen, er ist aber andererseits wie Sachsenhausen letztlich ein Ort mit einer zweifachen, ich möchte fast sagen jetzt auch dreifachen, man könnte fast sagen vierfachen Vergangenheit, wenn wir unseren Umgang mit den Relikten heute auch noch einzubeziehen, also ich meine die Nutzung im Nationalsozialismus, die Nutzung in der SBZ-DDR-Zeit, die Nutzung in der DDR und schließlich der Umgang heute. Prora ist ein Ort, der sich unterscheidet von so Verbrechensorten, klaren Verbrechensorten wie Sachsenhausen etwa, auch wenn natürlich mit dieser Nutzung im Zweiten Weltkrieg in gewisser Weise auch ein Ort ist, an dem Verbrechen, Unrecht, wenn man als Einsatzort von Kriegsgefangenschaft und Gefangenen und Zwangsarbeiterinnen blickt, vorkommt. Ich denke, dass das ist in diesen ganzen verschiedenen Zeitschichten, wird man, glaube ich, nicht unberechtigt sagen können, dass der Schwerpunkt, also die Besonderheit, die historische, die hervorstechende historische Besonderheit dieses Ortes auf der Zeit des Nationalsozialismus liegt, weil das einfach in dieser Idee als Seebad, und damit greife ich jetzt auf diese erste dieser Schichten, dieser vielen Schichten raus, einfach eine Einzigartigkeit hat, auch von den Bauten, die heute noch existieren und als Dokumentationsstätten genutzt werden können. Und da ist natürlich, Steffi Endlich hat es schon genau so angesprochen, dass es ist natürlich nicht unbedingt leicht, diese Bedeutung, die dieser Ort hat als ein Propagandainstrument, wo diese Idee der Volksgemeinschaft durch Inklusion, Exklusion, aber auch Selbstgleichschaltung und Ausgrenzung anderer gelebt und eingeübt werden soll, diese Idee an diesen Bauten deutlich zu machen. Man muss sehr genau hinschauen und man muss Besuchern diese Bedeutung klar machen. Ich finde es ganz interessant, dass heute diese Nutzung dieses Ortes wieder als auch als Urlaubsort mit Urlaubsapartments, wo sich ein ganz interessantes Spannungsfeld ergibt, weil die Vorstellungen, die man heute von Urlaub machen hat, eben im Nationalsozialismus überhaupt nicht getroffen werden. Viele Leute wären, glaube ich, heute sehr erstaunt, wie wenig mit Ballermann und sich erholen. Die Idee von nationalsozialistischem Urlaub für die Volksgemeinschaft, wo man Erziehung, körperliche Ertüchtigung, Schulung durchlaufen sollte, also das wird nicht getroffen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatzpunkt, um diesen Ort, das macht es natürlich, die Nutzung des restlichen Ortes macht natürlich die Erzählung dieser Geschichte schwierig, da einfach diese Idee auch zu dekonstruieren, dass eben einfach dieses moderne Feriendomizil und das, was damals als Urlaubsort, Bauten, selbst wenn es natürlich für die Zeit besonders war, dass die Balkone alle zum Meer gingen oder was auch immer, das ist was völlig anderes ist. Soweit würde ich es, glaube ich, jetzt mal belassen. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass Prora ist ein besonderer Ort und deshalb freue ich mich auch, dass Dr. Thomas Lutz dabei ist, langjähriger Leiter des Gedenkstättenreferats in der Stiftung Topographie des Terrors und sicher einer der besten Kenner der deutschen Gedenkstättenlandschaft seit vielen Jahren. Was ist denn, wenn man jetzt mal die Gedenkstätten in Deutschland nimmt, das Besondere und das Hervorstechende für Prora, an das in besonderer Weise erinnert werden sollte, Thomas? Ja, bevor ich da einsteige, möchte ich doch erst noch mal
den Kolleginnen Katja Lucke und Susanne Misgajski gratulieren, dass sie wirklich 20 Jahre lang den langen Atem hatten, sich dafür einzusetzen, dass dort ein vernünftiges Dokumentationszentrum errichtet wird. Und wie wir hören, gerade diese Veranstaltung soll ja auch dienen, da einen guten Schritt voranzukommen. Und das ist auch abgesichert, auch durch die Landesregierung und hoffentlich auch nach der Wahl weiterhin von der nächsten Landesregierung. Denn das ist auch ein typisches Zeichen für Gedenkstätten in Deutschland, dass sie einen langen Atem brauchen, dass sie nicht von heute auf gleich entstanden sind. Ich habe früher immer gesagt, der Durchschnitt ist 10 Jahre, bis man von der ersten Forderung, dort was zu errichten, zu einer kleinen Gedenkstätte gekommen ist. Was Herr Wild gesagt hat, der Begriff Gedenkstättenlandschaft gefällt mir hier eigentlich gut, weil Gedenkstätte ist ja auch kein Begriff, der jetzt urheberrechtlich geschützt ist. Ich spreche jetzt hier unter den vielen Formen von Gedenkstätten von denen, die in den 70er, 80er Jahren in Westdeutschland entstanden sind. Da war die Idee, historische Tatorte des Nationalsozialismus wieder ins Bewusstsein zurückzuhören, weil dort Menschen verhaftet worden sind, inhaftiert waren, ermordet worden sind, um ihrer zu gedenken, also eine historische Aufklärung zu machen. Und Astrid Ley hat es eben auch gerade angesprochen, es ist immer die Frage, oder auch Frau Endlich hat es gesagt, es ist immer die Frage, was erzählen die Orte eigentlich? Sie erzählen eigentlich relativ wenig. Also wenn man auf die Topografie des Terrors schaut, dann kann man sagen, wie sie sehen, sehen sie nichts. Also sie müssen erklärt werden. Und dafür braucht man eine gute Ausstellung und dafür braucht man auch eine Institution, die das macht. Alleine so funktioniert es nicht, aber sie sind enorm wichtig als die Nähe zur Geschichte. Also ich sage immer, es ist eine steinerne Biografie. Also wir wissen auch von sonst von der Geschichtsdidaktik, dass natürlich biografisches Lernen Geschichte nahebringen kann, aber sie erklärt natürlich nichts über die Strukturen. Und sie bietet eine Motivation in der Regel, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Deshalb ist es so wichtig. Ich habe gesagt, in den 70er, 80er Jahren waren wir sehr stark orientiert auf die Opfer, auf deren Anerkennung, dann auf eine historische Aufklärung. Die Gedenkstätten in Deutschland unterscheiden sich von Museen dadurch, dass sie den speziellen historischen Ort in den Mittelpunkt nehmen und von daher keinen Überblick bieten. Und selbst wenn man die Landschaft dieser historischen Orte nimmt, dann stellt man fest, es fehlen Dinge, damit man erklären kann, wie eigentlich der Nationalsozialismus funktioniert hat. Und da gibt es einige Orte, die stark von Mythen umrankt sind, die man von daher in irgendeiner Weise historisch-politisch bearbeiten muss. Reichsparteitagsgelände Nürnberg ist sicherlich eins davon. Freundlich hat schon die Ordensburg in Vogelsang genannt. Und Pora kommt natürlich auch immer mythologisch oder als Mythos in den Erzählungen von meinen Eltern, von vielen anderen Leuten, die sich mit den Nationalsozialisten befassen, immer wieder vor. Von daher ist es auch notwendig, solche Orte mit einzubeziehen, um sozusagen das Bild insgesamt zu verstehen. Es gab auch gerade ausgehend von Mecklenburg-Vorpommern in den 90er Jahren die Überlegung, wie erklärt man solche Orte, die zwar nicht Gedenkstätten sind, aber doch wichtig sind, um die politische Geschichte zu verstehen. Und Matthias Füller war der Erste, der dann den Begriff der politischen Memoriale geprägt hat, also der darüber hinausgeht. Er sagt, das sind Orte, die wichtig sind, die man behandeln muss, wenn sie auch keine Gedenkstätten sind. Dieser Begriff hat sich nicht durchgesetzt. Aber ich denke schon, dass im Zusammenhang heute mit der Gedenkstättenlandschaft solche Orte wie Pora durchaus sozusagen in dem großen Reigen eine Notwendigkeit haben, und auch in vielen Veranstaltungen mit einbezogen werden und wir uns in den gemeinsamen Diskussionen da durchaus auch sehr gegenseitig befruchten können, weil wir einfach unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche Thema, nämlich die Verfolgung, haben. Hinzu kommt dann natürlich nach der deutschen Einheit, dass mit der DDR, mit der SBZ nochmal ein neuer Begriff von Gedenkstätten gekommen ist, den man hier auch berücksichtigen muss, der natürlich im Pora auch eine Rolle spielt. Ich bin auch immer der Meinung, dass es notwendig ist, alle diese unterschiedlichen Phasen der Geschichte, es gibt andere Gedenkstätten, die haben auch, da geht es schon im Wilhelminischen Kaiserreich los, in Zuchthäusern und Ähnlichem, dass man die darstellen muss. Meine Erfahrung aus der Bildungsarbeit ist aber, dass es sinnvoll ist, gerade wenn Schulklassen, die historisch nicht so bewandert sind, relativ
kurz in so einem Ort sind, 2-3 Stunden, sich vorher zu entscheiden, dass man sich mit einer Phase dieser Geschichten beschäftigt und nicht versucht, alle Phasen gleichzeitig zu bearbeiten. Das kann man gut machen, wenn man ein Workcamp hat, wenn man mit einer Studentengruppe 2-3 Tage, 5 Tage vor Ort ist, dann kann man diese Vielschichtigkeit sehr gut behandeln. Wenn man das in einer zu kurzen Phase macht, dann muss man Acht geben, dass man nicht oberflächlich wird und letztendlich seinem Bildungsauftrag dann auch nicht gerecht werden kann. Also in diesem Sinne hat uns PORA in unserer Gedenkstättenlandschaft viel gebracht. Und wie gesagt, wir haben vielfältig versucht, Kontakt zu halten, uns gegenseitig zu unterstützen. Und es ist schön, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Ja, herzlichen Dank, Thomas Lutz. Ich wollte noch mal daran erinnern, Sie sind herzlich eingeladen, als Zuhörende Ihrerseits Fragen zu stellen, Kommentare zu schreiben und auch direkt vielleicht ein oder anderen der Gesprächspartnerinnen hier in der Podiumsdiskussion auch anzusprechen. Da gibt es eine E-Mail-Adresse und ich bekomme das hier auf dem Bildschirm, Ihre Frage, und leite sie dann gerne weiter. Wir kommen zu der anderen Geschichte nach 1945, der Militärstandort PORA. Professor Dr. Jürgen Echternkamp ist Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam und Professor an der Universität Halle-Wittenberg. Welche Rolle, Herr Echternkamp, spielte denn der Militärstandort PORA in der DDR und woran sollte denn heute noch erinnert werden? Sie müssen das Mikro einschalten. Vielen Dank, Herr Wild, für die Einführung und den Veranstaltern für die Einladung, dass ich mich mit diesem historischen Gebäude beschäftige in einem wirklich historischen Moment, wie Herr Freiberg eben ja nochmal deutlich gemacht hat und wie mir aber auch schnell klar wurde in den Vorgesprächen mit Frau Miskajski vor allem und auch mit Frau Lucke. Also das ist wirklich sehr spannend wegen der Vielschichtigkeit des Gebäudes. Und wenn Sie erlauben, Herr Wild, würde ich, weil ich glaube, da kann man besser anknüpfen an das, was bisher diskutiert wurde, mit dem zweiten Teil beginnen, bevor wir auf den ersten Teil Ihrer Frage kommen, ganz kurz. Es ist völlig richtig und darin liegt der Reiz, dass das Gebäude, so groß wie es ist, nichts aussagt. Das verbindet dieses große Gebäude natürlich mit jedem anderen kleinen Gebäude, jedem anderen Artefakt und ich würde sogar sagen, auch mit Texten und Bildern, sei es aus der NS-Zeit oder der DDR-Zeit, sie brauchen einen Deutungsrahmen, sie brauchen Erläuterungen, sie brauchen Kontext. Und ich würde dazu an das Stichwort, die zentrale Kategorie erinnern, die ja im Titel dieser Veranstaltung steht und die mittlerweile ja landauf und landab gängig ist, Erinnerungsort. Ein Erinnerungsort, das Wort meint ursprünglich im Sinne des französischen Kollegen Pierre Nora, der es geprägt hat, nicht einen Ort, an den es sich lohnt zu erinnern oder ein Ort, an dem man sich erinnert, sondern das Wort Erinnerungsort bedeutet, und das lenkt uns auf die Problematik, bedeutet, dass es sich um einen historischen Bezugspunkt handelt, wie immer der gestaltet ist, einen historischen Bezugspunkt, an dem sich, so formuliert er in etwa, das soziale oder das kollektive Gedächtnis einer bestimmten sozialen Gruppe kristallisiert. Das kann ein bestimmtes historisches Ereignis sein, ein Stück Literatur. Es kann auch, wie in diesem Fall, ein geografischer Ort sein. Muss es aber nicht. Wenn man also Erinnerungsort in diesem Sinne versteht, dann sind wir aufgefordert, Fragen zu beantworten. Herr Lutz hat das ein Stück weit angedeutet. Entschuldigen Sie bitte. Eine Frage ist, von welcher sozialen Gruppe reden wir hier eigentlich? Wessen Gedächtnis soll sich an diesem Ort kristallisieren oder wovon gehen wir aus, dass dies der Fall ist? Und das Zweite, wie schreiben wir dann die Geschichte dieses Ortes vor diesem Hintergrund? Welche Geschichte wollen wir erzählen? Und mein Plädoyer wäre, was die Zeit nach 45 angeht, die Geschichte PORAs als Teil einer ost-westdeutschen Nachkriegsgeschichte mit dem Schwerpunkt dann Militärgeschichte zu schreiben. Also sich nicht auf allein ostdeutsche Fragestellungen zu beziehen, sondern einen Deutungsrahmen zu schaffen, davon sprachen wir eben, der sich auf die geteilte West- und ostdeutsche
Nachkriegsgeschichte gemeinsam bezieht und hier Prora einordnen. Das würde dem Ganzen, das wäre mein Plädoyer oder mein Angebot, Vorschlag, das würde dem Ganzen auch einen Kontext geben, der zu seiner Bedeutung beiträgt in einem Diskurs über die Militärgeschichte Deutschlands nach 1945. Damit meine ich zum Beispiel konkret, dass man die Frage der Aufrüstung, mit der sich dieser Ort verbindet, in einen gesamtdeutschen Kontext rücken könnte. Geheime Aufrüstung, Stationierung, Nutzung von überkommenen Gebäuden für neue Militäranlagen, wie das hier der Fall war. Oder ein anderes Beispiel, es wurde in dem Einführungsfilm auf die Bausoldaten hingewiesen, die hier stationiert worden sind. Da könnte man sagen, das berührt das Problem, wie ein Staat mit der Frage der Wehrdienstverweigerung umgegangen ist. Und das kann man ebenfalls in Bezug setzen zu dem westdeutschen Pendant, zu den damaligen Kriegsdienstverweigerern. Das heißt, auch diese Geschichte könnte man am Beispiel Prora bezogen auf die Zeit nach 45 erzählen. Oder auch Erfahrungsgeschichten von Soldaten als einen gemeinsamen Punkt für einen Deutungsrahmen, den, das wäre mein Vorschlag, wie gesagt, man als einen Ost- und Westdeutschen konzipieren könnte. Was die konkrete Militärgeschichte der DDR-Zeit angeht, die erste Frage, die Herr Wild aufgeworfen hat, da kann man grob zwischen der Aus- und Aufbauphase unterscheiden. Die DDR hat schnell erkannt und die sowjetische Seite natürlich, dass hier dieses militärische Potenzial genutzt werden kann. Dieser Region hat das als militärischen Sperrbezirk ausgewiesen, Sperrgebiet ausgewiesen und hat zunächst einmal die Bausubstanz erheblich erweitert, 5 der 7 Blöcke ausgebaut, damals noch durch sozusagen das Protomilitär, was es offiziell noch nicht geben durfte, die kasernierte Volkspolizei. Und dann wurde in den 50er Jahren eben eine Kaserne dort etabliert, die durch Landstreitkräfte der dann neuen nationalen Volksarmee genutzt wurde. Man zählt etwa 10.000 bis 12.000 Soldaten, die hier stationiert worden sind. Aber Sie haben es in dem Einführungsbeitrag schon gesehen, auch dieser DDR-Teil der Geschichte Proras hat mehrere Schichten. Es gibt eine Umnutzung, wenn man so möchte, dann in den 60er Jahren. Das hängt mit strategischen Überlegungen zusammen. Die operativen Einheiten der NVA rücken ab. Stattdessen wird der Ort eher zu einem Ausbildungszentrum mit Schulen für Offiziere und Unteroffiziere, an dem dann auch in den 80er Jahren ausländische Offiziere im Rahmen der Militärhilfe, gerade mit Staaten der Dritten Welt, denen man ideologisch nahe war, gedient hat. Und auch das war schon angesprochen worden. In dem Block 5 waren dann vor allem nach dem Abzug der Fallschirmjäger 1982 mehrere hundert Bausoldaten stationiert, die vor allem mit dem Bau des Hafens Mukran befasst waren. Also hier gibt es jede Menge Potenzial und mein Vorschlag wäre, dieses in eine integrale Nachkriegsgeschichte, Nachkriegsmilitärgeschichte, wenn man so möchte, einzuordnen. Wenn die Frage auftaucht, was könnte ein Deutungsrahmen sein für die Geschichte Proras als Erinnerungsort? Vielen Dank. Also eine Gruppe in der Tat, für die Prora ein besonderer Erinnerungsort ist, sind ohne Zweifel die Bausoldaten. Stefan Schack, Sie waren Bausoldat, heute Trainer für Demokratie- und Menschenrechtsbildung. Was ist das Besondere an der Geschichte der Bausoldaten, wie sie sich in der Prora heute früher dargestellt hat, aber wie sie sich auch zukünftig in der Bildungs- und Dokumentationszentrum darstellen sollte? Danke für die Einleitung. Ich möchte mal anknüpfen an das, was Herr Echternkamp gerade schon gesagt hat. Er hat ja ein paar Fakten schon benannt, wie viele Bausoldaten eigentlich in Prora gewesen sind. Bausoldaten sind, auch wenn sie im Blick auf die Menschen, die von der Wehrpflicht betroffen waren in der DDR, im Promillebereich anzusiedeln sind, man geht von etwa 17.000 bis 19.000 Bausoldaten aus, die im Laufe der 40 Jahre ihren Grundwehrdienst waffenlos geleistet haben. Davon etwa 3.500, die vor allem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in Prora gewesen sind. Aber sie sind zugleich der Ausdruck der Spitze eines Eisberges, wie die Gesellschaft in der DDR militarisiert worden ist.
Und ich halte das für einen wichtigen Aspekt, der in Prora durchaus auch eine Rolle spielen könnte, weil die Impulse, die von Bausoldaten über die 25 Jahre, in denen es sie gegeben hat, immer wieder für die Friedensarbeit unter dem Dach der Kirche oder auch für die Oppositionsarbeit später dann ausgegangen sind, sind nicht von der Hand zu weisen. Und es gibt in der Zwischenzeit eine Reihe von Forschungserkenntnissen, die deutlich machen, dass ehemalige Bausoldaten wichtige Beiträge auch zur friedlichen Revolution 1989 geleistet haben. Und was da in den, vor allen Dingen auch in dieser zweiten Hälfte der 80er Jahre in Prora, was da entstanden ist, hat ein hohes Interesse bei der Staatssicherheit gefunden. Es gibt mehrere Fachschulabschlussarbeiten der Hochschule für Staatssicherheit, die sich explizit mit der Frage beschäftigt haben, wie sollen die Offiziere, wie soll die Staatssicherheit mit den Waffendienstverweigerern umgehen. Ich finde es eine spannende Herausforderung. Ich habe letztens an einem Zeitzeugengespräch teilgenommen. Daran merke ich, dass ich älter werde, wenn ich schon zu Zeitzeugengesprächen eingeladen werde. Früher waren das immer so ganz alte Leute. Da gehöre ich nun also auch langsam dazu. Wenn wir jetzt mit Jugendlichen, das waren so 14-, 15-Jährige, über das Thema Bausoldaten sprechen, muss man ja erstmal das Thema Wehrpflicht erklären und was das bedeutet hat, in einer Gesellschaft, in einem Staat zu leben, der von seinen Bürgern und Bürgerinnen, und das ist ja kein Unterschied zur westdeutschen Geschichte gewesen, erwartet hat, eine Zeit, zu der Zeit, als es mich betroffen hat, waren es 18 Monate, seines Lebens zur Verfügung zu stellen, um sich militärisch ausbilden zu lassen. Das können junge Leute heute gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Und von daher finde ich es eine einmalige Chance, diesen Ort Prora, möchte ich das, was Frau Steffen anfangs gesagt hat, ein bisschen noch erweitern, zu einem bundesweiten Erinnerungsort zu machen, weil hier die einmalige Chance besteht, die Geschichte von zwei Diktaturen und wo sie hinführen können, zu erzählen. Ich habe gerade in den letzten Tagen, als Herr Wanderwitz sich über die Ostdeutschen und ihre Demokratieresignation, ihre Demokratiekritik geäußert hat, mehrfach auch wieder daran gedacht, welche Beiträge gerade wenn junge Menschen, junge Männer so im pubertären Alter sind und dann einem System, wie das die NVA gewesen ist, sich unterziehen müssen, was das mit Menschen auch langfristig biografisch macht, sollte meines Erachtens in Prora auch eine Rolle spielen. Und nicht zuletzt besteht in diesem Gebäudeteil die einmalige Chance, ein bisschen was von dieser Atmosphäre, die diese Anlage zu DDR-Zeiten hatte, zu erhalten. Nicht umsonst haben sich frühere Bausoldaten seit Jahrzehnten auch dafür eingesetzt, dass Dinge dort in einem Zustand erhalten werden, wie er zu DDR-Zeiten dieses Kasernenleben dargestellt hat. Das fände ich einen ganz wichtigen Aspekt, wenn die jetzt noch erhaltenen kleinen Zeitsplitter, wie wir sie nennen, in das Gesamtkonzept der Anlage integriert werden können. So viel. Ja, danke Stefan Schack. Jochen Schmidt, Sie sind Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja eine schwierige Aufgabe, diese vielschichtige Geschichte Prora in ein Konzept politischer Bildung zu integrieren. Was wären denn da Ihre wichtigen Punkte? Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank auch für die Einladung von meiner Seite und vielen Dank vor allem auch für den Film, das will ich hier nochmal sagen, an Frau Lucke und Frau Miskalski und die Einblicke in ihre Arbeit. Zunächst einmal geht es immer bei politischer Bildung um die Befähigung, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und darum geht es natürlich im Prora auch. Also es geht nicht darum, irgendwas vorzugeben, Urteile vorzugeben, moralische Haltungen vorzugeben, sondern wie setzen wir die Rezipienten, ob jung oder alt, in Stand, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Das Beutelsbacher Konsens mal nur so als Stichwort, ja, Kontroversität, wo es Kontroversen gibt, muss auch abgebildet werden. Wir dürfen Menschen auch nicht überwältigen. Und was die mehrfachen historischen Schichten angeht, das ist ein komplexes Thema, aber verschiedene Vorredner haben ja auch darauf hingewiesen, dass wir da im Jahr 2021 folgende beileibe auch nicht bei Null anfangen. Also Frau Ley ist verantwortlich für einen Ort,
in dem sich unterschiedliche historische Schichten abbilden. Wir selbst sind es mit dem Dokumentationszentrum in Schwerin, wo wir ein Gerichtsgefängnis zur NS-Zeit und eine U-Haft der Staatssicherheit hatten, zur DDR-Zeit. Also andere Orte ließen sich da auch anführen. Insofern fangen wir da nicht bei Null an. Und vor allem, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Pfund, fangen die Kolleginnen und Kollegen im PORA an dieser Stelle nicht bei Null an, sondern sie haben in unterschiedlicher Weise, wir haben das im Film gesehen, schon immer sich mit diesen unterschiedlichen historischen Schichten befasst und dafür auch Konzepte entwickelt. Grundsätzlich stimme ich Thomas Lutz völlig zu, dass es keinen Sinn macht, eine Schulklasse zu haben, die vielleicht 1,5 Stunden Zeit hat und die dann sozusagen, dass man sich vorstellt, man könnte ihnen in dieser Zeit die gesamte Geschichte von so einem Ort zu vermitteln, da muss man differenzierter rangehen. Das ist überhaupt mein Plädoyer, differenziertes Herangehen auf einem wissenschaftlichen Fundament, das ist unheimlich wichtig, und die Erfahrung, die es vor Ort gibt, nutzen. Die Themenbezüge, da will ich jetzt die Vorredner gar nicht wiederholen, die sind so vielfältig. Das Thema der Volksgemeinschaft, ich schmeiße mal noch das Wort die Profiteure in den Raum, was, glaube ich, noch nicht so zum Tragen gekommen ist. Also PORA ist ja ein Ort, das ist schon vielfach jetzt gesagt worden, wo sozusagen die Repression einen nicht gleich anspringt eines solchen Regimes, sondern wo wir eher über die, sagen wir mal, weichen Angebote auch reden können, die Versuche der Vereinnahmung oder, wie Frau Endlich gesagt hat, der Lenkung. Das haben wir so an anderen Orten nicht die Möglichkeit. Und für die DDR-Zeit, die Bezüge sind angesprochen. Bei den Bausoldaten steht doch ganz zentrales Thema im Raum. Wie hätte ich mich verhalten? Was hat einen Stefan Schack dazu geführt, Bausoldat zu werden und sich nicht quasi anzupassen? Das sind unheimlich spannende Fragen. Und wenn wir die mit dem Instrumentarium, mit dem Etablierten der politischen Bildung angehen, dann glaube ich, dass das wirklich ein unheimlich wichtiger Ort sein kann. Und das letzte Satz noch dazu, und man muss das auch infrastrukturell betrachten. Wir haben auf der Insel und in der Region insgesamt nicht so wahnsinnig viele Träger der politischen Bildung, die da aktiv sind. Insofern ist das auch unter infrastrukturellen Gesichtspunkten für die politische Bildungslandschaft ein wichtiger Aspekt, dass wir dort in Zukunft so ein Opfer finden werden. Ja, vielen Dank. Ein besonderer Gast, last but not least, ist Dieter Holz, langjähriger Bürgermeister von Sassnitz, 1994 bis 2015. So ein großer Block am Strand, das ist ja ein Riesengebäude, ist ja auch für einen Kommunalpolitiker eine große Herausforderung. Wie ist denn die Kommunalpolitik mit PORA umgegangen und welche Diskussionen gibt es denn vor Ort um PORA, Herr Holz? Vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme an dieser Konferenz. Ich will zunächst sagen, dass wir nach 1990 ja damit konfrontiert wurden, dass diese Anlage geöffnet wurde und die Gemeinde als Planungshoheit damit konfrontiert wurden. Die Planungshoheit liegt in diesem Fall bei der Gemeinde Binz. Die Stadt Sassnitz ist Nachbargemeinde. Aber wie angekündigt, ich war 21 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Sassnitz und war von 1990 bis 2019 Mitglied des Kreistages Rügen, später Vorpommern-Rügen. Und das Thema PORA hat immer eine große Rolle gespielt. Und ich kann mich gut daran entsinnen, dass wir 1990 und die ersten Jahre danach im Kreistag nicht wollten, dass hier in PORA eine Verwertung zu Bettenburgen stattfindet, sondern wir hatten andere Vorstellungen. Wir hatten Vorstellungen, dass vielleicht Begegnungsstätten europäischen Maßstabs entstehen, beziehungsweise dass eine Hochschule sich etabliert. Und wir hatten die Vorstellung, dass Bettenburgen verhindert werden können durch Denkmalschutz. Wir waren für Denkmalschutz. Und heute spielt der Denkmalschutz insofern eine Rolle, dass die Erwerber der Gebäude oder der Gebäudeteile sich darauf einstellen müssen. Wir waren damals auch dafür, einen Teilabriss durchzuführen. Und als sich das Dokumentationszentrum hier etabliert hat
war ich von Anfang an einer derjenigen, die gesagt haben, das ist der wesentliche Punkt in diesem zweitgrößten NS-Bauwerk, was gegenwärtig noch besteht, dass diese Geschichte hier dargestellt wird und dass diese Geschichte, was ich sehr bedauere, nicht mehr oder später nicht mehr hier im Zentrum der Anlage stattfindet, wo der Besucherstrom, der Hauptbesucherstrom durchgeht, sondern dass die Besucher hingelenkt werden müssen, ich sag mal, zum Rand der Anlage. Und des Weiteren war ich dagegen, 2001 zum Beispiel, dass die NS-Begriffe hier verwandt werden. 2001 stellte die Verkehrsbehörde Hinweisschilder auf, ehemaliges KdF-Bad. Dagegen habe ich mich gewandt, denn hier war kein KdF-Bad, niemals. Und dass man hier Kraft durch Freude geschöpft hat, war auf keinen Fall, war nicht der Fall. Und, als Vergleich hat damals gedient, die Stadt Sassnitz hat ja auch nicht ihre Hauptstraße mit einem Hinweis versehen, der ehemalige Adolf-Hitler-Straße, um das mal zuzuspitzen. Das heißt also, die Historiker und alle, die damit zu tun haben, sollten auch versuchen, dass sie nicht die NS-Begriffe sozusagen verwenden. Es gibt heute wieder genügend Leute, die diese Städten gerne unter dem Gesichtspunkt der guten Vergangenheit in Anführungsstrichen besuchen. Und insofern ist das eine hohe Anforderung an das zukünftige Zentrum, dass die NS-Geschichte im Vordergrund steht, weil sie von gegenwärtig großer Bedeutung ist. Und auch für die Zukunft, was sich gegenwärtig in Deutschland tut. Und des Weiteren bin ich strikt dagegen, dass die NS-Geschichte nur hier auf das Zentrum, auf das Bauwerk beschränkt wird, sondern so wie im Dokumentationszentrum die vielfältigen Aspekte der verbrecherischen Politik und Kriegführung und so weiter der Nazis hier dargestellt wird. Dass also eine gute Gelegenheit besteht, zu zeigen, welche Verbrechen in Deutschland und darüber hinaus Europa möglich waren und wie sie heute verhindert werden können. Und zur Ergänzung noch, ich bin ja Nachkriegsgeneration und es wäre gut, wenn hier ein Impuls ausgehen würde, dass Antifaschismus das Hauptthema ist. Antifaschismus, dass das Hauptthema ist, eine Ehrung der Opfer dieses Regimes. Und dass es nicht vergessen wird, hier auch ein Projekt der Aussöhnung, der Versöhnung zu schaffen. Frau Lucke hatte im Film darauf hingewiesen, dass in die Projekte, die die Stadt Sassnitz 10 Jahre lang begleitet hat mit den ehemaligen polnischen Zwangsarbeitern, das hat auf die Jugendlichen ganz, ganz stark gewirkt. Und hier sehe ich auch eine gute Verbindung von Kommune, Jugendlichen und dem Zentrum. Soweit vielleicht meine Ausführung. Ja, vielen Dank, Herr Holz. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, gerade in der Kommunalpolitik, damit auch die verschiedenen auch Interessen, auch Verwertungsinteressen, Herr Schmidt hat auch von den Profiteuren gesprochen. Also solch ein Gebäude lädt ja auch dazu ein, daraus nicht nur Bettenburgen, sondern auch profitable Ferienapartments zu bauen. Was ich spannend finde an diesem Erinnerungsort, ist, dass er auf der einen Seite in der Vertikale ja diese verschiedenen Schichten hat, aber dass er auch, wie viele von Ihnen ja jetzt schon gesagt haben, eine Ost-West-Geschichte ist. Und vielleicht auch eine Ost-West-Geschichte in der Erinnerung, in der Arbeit des Bildungs- und Dokumentationszentrums später eine große Rolle oder eine Rolle spielt. Und das würde ich gerne Frau Steffen und Frau Kastner fragen. Inwieweit sehen Sie Möglichkeiten hier auch, dass man das thematisieren kann, wie zwei deutsche Staaten mit Erinnerung umgehen oder auch heute über die Arbeit in Prora auch so etwas wie eine,
ich will jetzt nicht sagen gesamtdeutsche Erinnerung, aber sozusagen auch eine ins Beziehung treten zwischen West- und ostdeutscher Erinnerungskultur. Würden Sie da Prora eine wichtige oder eine Funktion zumessen, Frau Kastner, Frau Steffen? Vielleicht darf ich anfangen. Ich denke, dass Prora da sehr viel leisten kann. Denn viele, die die Insel Rügen, also ich meine jetzt Touristen aus den älteren Bundesländern, die die Insel besuchen, sind gespannt auf Prora, weil das hat schon einen Ruf, der ihnen vorausgeht. Und wenn sie dann vor Ort sind, möchten sie gerne etwas wissen. Was ist hier passiert? Wie ist das zustande gekommen? Und darauf muss es Antworten geben. Und deshalb bin ich so sehr daran interessiert, dass es eben so eine Stätte gibt, dass eben diese Fragen beantwortet werden. Und nicht zuletzt gibt es eben auch gerade für junge Menschen die Möglichkeit, eben auch einen längeren Aufenthalt in Prora zu nutzen, beispielsweise in der Jugendherberge, um sich eben mit der Geschichte auseinanderzusetzen an einem authentischen Ort, wo etwas passiert ist. Man kriegt dann einen ganz anderen Beziehungsradius. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist auch die Internationalität des Themas, dass junge Menschen sich begegnen oder auch ältere aus verschiedenen Ländern. Eben, der Dieter hatte das gerade gesagt mit den Zwangsarbeitern, aber wir haben auch junge Leute gehabt, die sich ausgetauscht haben. Und ich sehe da in dieser Bildungs- und Dokumentationsstätte wirklich ein großes Potenzial, um diese Erinnerungsarbeit zu leisten, das Nachdenken über das, was passiert ist, in dieser großen Liegenschaft eben auch zu nutzen. Mhm. Frau Steffen? Ja, danke. Also ich muss gestehen, dieser Aspekt, der Ost-West-Aspekt, der ist mir bei Prora bislang gar nicht so in den Sinn gekommen. Das, glaube ich, hat auch einen Grund. Wir haben ja vorhin, wurde ganz kurz das Zentrum, die Erinnerungsstätte in Vogelsang erwähnt. Ich bin aufgewachsen ungefähr 2 bis 3 Kilometer von Vogelsang weg. Ich bin also, das war ja damals, nach dieser NS-Vergangenheit, wurde Vogelsang komplett mit dem gesamten riesengroßen Areal da drumherum zum Truppenübungsplatz, wo internationale Übungen stattfanden andauernd. Das war Sperrgebiet, also wir durften, beim Spielen musste man immer aufpassen, da geht es nicht weiter, da sind Panzer und da scheppert es ordentlich. Es ist dann sehr lange Zeit überwiegend von Belgien betrieben worden. So bin ich groß geworden. Und für mich hatte immer diese, in Vogelsang war unser Schwimmbad. Also als Grundschüler wurde man dahin, ging man dann zum Schwimmen. Also deshalb hat mich Prora so gepackt. Ich bin ein Kind dieser Widersprüche sozusagen. Und deshalb muss ich auch sagen, habe ich das immer sehr einheitlich gesehen. Also ob das jetzt, Prora ist ein ganz anderes Gebilde, aber von den Gedanken dazu, damit quasi auch täglich umgeben sein sozusagen, war mir das nicht fremd, sagen wir es mal so. Und auch eben die andere Nutzung nach der NS-Zeit ist ja auch irgendwo auf einer höheren Ebene schon fast wieder vergleichbar. Ich finde es aber hochspannend, auf alle Fälle. Und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich sogar ein Stück höher denken, also quasi vor die Klammer gehen sozusagen. Ich hatte vorhin übrigens in meiner kurzen Ansprache ja gesagt, das ist für Vorpommern-Rügen, für Mecklenburg-Vorpommern, aber eben auch quasi über diese Landesgrenzen hinaus. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir da eine internationale Stätte schaffen werden. Und dann ist einfach, das ist dann die deutsche Geschichte. Das ist die deutsche Geschichte, die schlimme Geschichte und die Zeit danach, was dann passiert ist damit. Das ist einfach unglaublich spannend. Und das ist wirklich, also Vogelsang oder Prora, ich möchte das nicht
ich möchte es nicht so verstanden haben, dass man das jetzt, dass es quasi wie Blaupause ist. Aber beide Städten haben diese krass schreckliche Vergangenheit. Ja, und was ist dann damit geschehen? Wie hat man es jetzt gemacht? Also letzter Satz, Vogelsang ist jetzt ja Naturschutzgebiet. Da, wo ich früher nicht hin durfte, darf ich heute immer wandern gehen, wenn ich meine Eltern besuche. Das ist toll. Und das finde ich halt total schön. Deshalb glaube ich, ich fände es ganz schön, wenn man einfach das unter dem Aspekt mehr sieht. Ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen, wie ich es meinte. Mhm. Ja, vielen Dank. Stefanie, endlich, Sie sind ja eine erfahrene Ausstellungsmacherin. Und man kommt ja als Historiker immer schnell in diese Geschichte, dass man so ein Narrativ so über eine Zeit hinweg erzählt und so einen zeitlichen Bogen spannt. Lässt sich denn diese vielschichtige Geschichte Proraus möglicherweise auch anders erzählen? Sie haben vorhin ja nochmal betont, dass man an den Gebäuden erstmal noch gar nichts sehen kann, ob das nationalsozialistisch oder DDR ist. Lassen sich denn solche Gebäude auch, sagen wir mal, jeweils anders beleuchten? Also indem man mal metaphorisch gesprochen, bildlich gesprochen, immer einen anderen Scheinwerfer auf ein solches Gebäude wirft? Also muss man es immer linear erzählen? Nein, wir haben ja jetzt schon auch verschiedene Perspektiven angesprochen. Also was Frau Steffen gerade berichtet hat von Vogelsang, da gibt es diese tatsächlichen Punkte, wo sich Entwicklungen treffen, wo man eine völlig unterschiedliche Architektur hat, aber eben das Thema Ideologie im Vordergrund steht. Also wie vermittelt man in Vogelsang SS-Ideologie als Thema der Ausbildung damals. Und man kann also auch solche thematischen Parallelen und Narrative bilden. Da würde ich auf alle Fälle auf den Bückeberg hinweisen wollen, noch bei Hameln. Was vielleicht viele von Ihnen nicht wissen, ist, dass im Herbst diesen Jahres dort endlich eine Dokumentationsstätte am Bückeberg entstehen wird. Und zwar ist es der Ort der Erntedankfeste, wo einmal im Jahr Hitler hingefahren ist zum Erntedankfest und sich dort in einer riesigen Menge auf einem Berghang den Speer speziell dafür gestaltet hat, sich der Menge auch tatsächlich auf Tuchfüllung hin näherte. Dieser Berghang war jahrzehntelang regelrecht vergessen und jetzt nach langer Zeit, Thomas Lutz hat ja vorhin auch angesprochen, wie lange solche Entwicklungen oft dauern, wird es eine Open-Air-Dokumentation auf dem Berg geben, eine große, umfassende, und es gibt eine Dokumentationsstätte in Hameln zu diesem Thema. Also das meinte ich noch. Und auf dem Bückeberg sieht man, wenn man nicht genau weiß, wonach man gucken sollte, gar nichts mehr, weil es damals keine Gebäude gegeben hat. Trotzdem ist dieses Thema Volksgemeinschaft, Verführung, ne? Wie kam es, dass gerade in den Anfangsjahren, also vor Kriegsbeginn, so viele Leute Hitler hinterherliefen und ihn bejubelten, also welche Mechanismen von Verführung wurden eingesetzt? Das wäre auch eine Frage und ein Narrativ, sagt Herr Wild, was man machen könnte. Und natürlich dann die Chronologie der Zeit, die Zeitentwicklung. Das sind ja dann auch Ereignisse, die mit dem Gebäude und mit dem Ort zusammenhängen. Die kann man dann auch biografisch und politisch und gesellschaftspolitisch darstellen. Ja, vielen Dank. Also wir haben eine Frage von Heiner Möhring, der sich nochmal auf diese Zeit des Militärstandortes bezieht, wie die Lebenswirklichkeit denn von sowohl Bausoldaten, aber auch NVA-Soldaten, denn in einem solchen Gebäude, vorhin ist das Stichwort böse Bauten gefallen, wie war das denn für Sie, Herr Schack, dort zu sein? Oder wie ist es, den Herr Echternkamp, den NVA-Soldaten dort ergangen?
War das eine Kaserne wie alle anderen auch, Herr Schack? Ich kenne keine andere Kaserne, von daher weiß ich es nicht. Was ich in Prora erlebt habe Mitte der 80er Jahre, ist sicherlich nicht vergleichbar mit anderen Kasernen, weil das eine Phase war, die auch in der Geschichte der Bausoldaten, was da erforscht ist, in der Zwischenzeit ziemlich klar ist, dass in Prora auch testweise ausprobiert worden ist, wie weit können wir mit diesen Staatsfeinden in Uniform eigentlich gehen. Also wann, da ist die Eingabentätigkeit ist da bis ins Letzte kontrolliert worden und ausgewertet worden, welche Maßnahmen der Offiziere führten dann zu welcher Eingabentätigkeit. Die Staatssicherheit ist massiv vertreten gewesen. Man weiß in der Zwischenzeit, dass die sich untereinander auch bespitzelt haben, dass wir also auch unter den Bausoldaten es Stasi-Offiziere gab im besonderen Einsatz und so weiter und so fort. Das hat, glaube ich, eine besondere Qualität gehabt. Was der Ort Prora aber auch hergibt, ist die Frage, was macht dieses, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, was macht dieses Thema Wehrpflicht in einer solchen Diktatur, wie sie die DDR gewesen ist, diese Geschichte tatsächlich auch zu erzählen. Was ich mir nicht vorstellen kann, das geht auch so ein bisschen auf die Frage von Herrn Möhring, jetzt in Prora auch noch die Geschichte der Wehrdienstverweigerung aus der Bundesrepublik zu erzählen, weil damit werden auch so ein bisschen Äpfel und Birnen miteinander verglichen. Wir haben es auf der einen Seite mit einer demokratischen Verfassung abgesicherten, einer Verpflichtung, den Kriegsdienst zu leisten. Wir haben aber gleichzeitig in der Verfassung auch die Möglichkeit, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Es ist also beides da. Das hat es in der DDR-Verfassung so nicht gegeben. Es gab den Grundwehrdienst und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, der Bausoldatendienst war die einzige legale Möglichkeit in dieser Diktatur, sich diesen Wehrdienst, diesen Grundwehrdienst, den Waffendienst zu entziehen. Wer das nicht wollte, musste mit einer Gefängnisstrafe rechnen über viele Jahrzehnte hin. Und von daher, man darf, glaube ich, den Ort Prora auch nicht überfordern. Es ist die einmalige Chance, ich kenne keinen anderen Ort in Deutschland, die Geschichte von zwei Diktaturen zu erzählen. Und da finde ich das sehr spannend, was gerade aus der, ich glaube, Frau Endlich hat das vorhin erwähnt, dass Prora ja kein klassischer Täterort für Nationalsozialisten gewesen ist, sondern so diesen Lebensalltag und wie der missbraucht werden sollte und gebraucht werden sollte. Und das in Verhältnis zu setzen zu dem, was dann die DDR-Diktatur aus diesem Ort gemacht wird, nämlich ein Ort der militärischen Ertüchtigung. Herr Echternkamp hat vorhin von 10.000 bis 12.000 Soldaten gesprochen. Das waren ja aber nur die, die gleichzeitig dort waren, wie viele das über die Jahrzehnte gewesen sind, die insgesamt und in der DDR ist einfach jeder Mensch irgendwie von Militarisierung betroffen gewesen und von der Wehrpflicht ganz besonders. Damit ist, glaube ich, genug Stoff da, um an diesen Ort Geschichten zu erzählen, die dann den Raum aufmachen können, im internationalen Kontext diese Fragen von zwei Diktaturen zu diskutieren. Das finde ich in der Tat einen ganz spannenden und wichtigen Ansatz. Wir werden aber sicherlich in der Zukunft, ich bin ja Mitglied des Fachbeirats vom Prora-Zentrum und in den Konzepten ringen wir schon um die Quadratmeter, was sollte eigentlich alles noch untergebracht werden. Das wird sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren auch noch weitergehen. Welche Anteile bekommt welcher Teil der Geschichte dort in diesem Ort? Und da sind die 40 Jahre Nutzungsgeschichte durch die NVA schon auch nicht nur eine Randerscheinung. Ja, vielen Dank. Ich denke, würden Sie noch etwas ergänzen wollen zu den Lebenswirklichkeit von NVA-Soldaten an diesem besonderen Standort Prora? Ja, also mir wäre es wichtig zu sagen, Herr Schack, ich glaube, wir liegen näher aneinander, als Sie vielleicht meinen. Wenn die Frage nach den Erfahrungen zu einer Kaserne eben aufkommt und Sie betonen, dass es auch aufgrund Ihres eigenen Erlebens etwas ganz Besonderes, auch systemspezifisches gewesen ist, das sich grundsätzlich unterschieden hat von dem Kasernendasein oder Soldaten- oder Wehrpflichtigen-Dasein in anderen rechtsstaatlichen Systemen, dann wäre das ein Ziel, was man sozusagen erreichen könnte, das herauszustellen, indem man eben das grundsätzliche Problem anspricht oder das grundsätzliche Phänomen, ja, Wehrpflicht, und dann zeigt eben in einem ost- und westdeutschen Zugriff, dass es aber eben gerade
trotz des gemeinsamen Phänomens zwei unterschiedliche politische Systeme gab, die dazu führten, dass sich der Alltag in den Kasernen bei aller strukturellen Ähnlichkeit auf der einen Seite, nämlich in einer Kaserne zu sein, statt in einem freien Leben, doch ganz massiv unterschieden hat, dadurch, dass das eine seine rechtsstaatlichen Grenzen fand und das andere mit Sicherheit, das werden Sie besser wissen als ich, eben durch diese permanente Bedrohung von Willkür und Erfahrungen von Willkür eine ganz andere Dimension erreicht hat. Diese Dimension, das würde ich sagen, die wird aber einem Betrachter heute erst deutlich, wenn er auch die Kontrastmöglichkeit zwischen den Systemen hat. Und Prora wäre dann sozusagen ein Ausgangspunkt, um genau diese Erfahrung herauszustreichen oder eine Möglichkeit, die spezifische sozusagen ostdeutsche Variante einzubinden in eine größere Erzählung, die aber, wie gesagt, das Besondere eben des Bausoldaten im Unterschied zu einem westdeutschen Wehrdienstverweigerer erst heraustreten lässt. Es gibt eine, vielen Dank, ich glaube, Frau Endlich, ja? Nee, Sie müssen das Mikro einschalten. Ja, ich würde gern einen anderen Punkt noch anbringen, aber ich habe Sie gerade unterbrochen in Ihrer. Nein, sagen Sie ruhig. Ich würde gerne dafür plädieren und mich auch dem Herrn Holz anschließen in seinem Plädoyer, tatsächlich die NS-Geschichte jetzt nicht unter dem Motto zwei Diktaturen sozusagen vor allem unter parallelen Aspekten zu betrachten, sondern natürlich geht es um zwei Zeitetappen und es geht auch um eine Etappe zur SBZ- und DDR-Zeit, wo es um Schikanen, Unterdrückung und Repression, Rechtlosigkeit ging. Aber ich finde es wichtig, tatsächlich den Ausgangspunkt dieses Ortes zu nehmen, wie ist er entstanden, unter welchen Konzepten ist er entstanden, mit welchem ideologischen Rahmen und klarzumachen, dass dies ein Ort ist, der ganz eng zusammenhängt mit Massenverbrechen und Vernichtung. Diesen Unterschied zwischen den beiden Diktaturen, wie es jetzt schon mehrfach hieß, den fände ich sehr wichtig, dass man den nicht einfach im Laufe der Bildungsarbeit dann vernachlässigt. Ja. Ja, vielen Dank. Es gibt, gibt eine Frage eines Zuhörenden, der sich mal das Konzept radikal anders beleuchtet, nämlich zu sagen, warum lässt man solche Bauten nicht einfach verfallen? Nun, das stellt sich vor Prora nicht mehr, weil die meisten Bauten jetzt ja einer kommerziellen Nutzung zugeführt worden sind, aber das schließt auch nochmal an die eine Nebenbemerkung von Herrn Holz an, Astrid Ley, Thomas Lutz. Warum soll es jetzt an der Peripherie im Norden von Prora, in dem einen Teilstück, gar nicht mehr im gesamten Block, ganzen Blocksystem, sondern an einer Stelle in Prora eine Bildungsstätte geben? Kann die überhaupt noch diese Dimension des Ganzen noch sichtbar oder erfahrbar machen, Frau Ley? Das wird natürlich öfter diskutiert, wurde natürlich auch mit der Zeppelin-Tribüne in Nürnberg diskutiert, wenn es große und sehr erhaltungsaufwendige Riesenbauwerke gibt, ob man die nicht kontrolliert verfallen lassen sollte. Das geschieht ja auch mit vielen NS-Orten. Ich glaube, die Öffentlichkeit ist immer viel mehr sich bewusst der Orte, die logischerweise zu Gedenkstätten ausgebaut werden, als der vielen Orte, die verfallen gelassen werden, weil man es überhaupt nicht finanzieren kann. Wenn ich in Sachsenhausen schaue, wie viele Originalbauten auf dem Gelände waren, dann haben wir sicher die Hälfte verfallen lassen müssen, die noch da waren, obwohl nach der DDR-Zeit einfach nicht mehr viele Originalbauten übrig waren. Das ist ein gängiges Konzept. Allerdings finde ich, es wird ja hier eine kommerzielle Nutzung, Sie haben es gesagt, Herr Wild, der Mehrheit der Gebäude gemacht und dann keinen Ort, an dem dieses Bauwerk kontextualisiert wird, dieses Bauwerk dann völlig ahistorisch umzunutzen als ein Feriendomizil, das
fände ich falsch und das geht meines Erachtens auch nicht. Man kann nicht die Parzellen, die Bestandteile verkaufen und den finanziellen Nutzen daraus ziehen, ohne einfach wenigstens auf die Bedeutung, die historische Bedeutung und auch, weil man es, ich weiß, Herr Holz hat es sehr eindringlich auch gesagt, hier haben auch Menschen gelitten, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, die hier arbeiten müssen, Bausoldaten, das ist einfach etwas, was man, denke ich, nicht tun kann. Mhm. Herr Schmidt, Sie hatten sich zu Wort gemeldet und dann Thomas Lutz. Ja, ich dachte, ich baue mal ein diskursives Element ein, melde mich einfach mal zu Wort auf die Einlassung von Frau Endlich hin. Weil da bei mir so ein bisschen hörte ich das raus, also ist jetzt vielleicht auch eine Unterstellung, aber so die Furcht, ich verkürze jetzt und mache das ein bisschen platt, wir schieben jetzt alles in einen Topf und die Diktaturen und das ist irgendwie alles dasselbe und so weiter. Also Sie haben das wesentlich differenzierter gemacht. Ich kann nur sagen, deshalb habe ich vorhin so auf die Erfahrung rekurriert, die es gibt. Da sind, glaube ich, keiner der Beteiligten, zumindest die ich kenne in diesem Projekt, würde auch nur im Entferntesten so einen Ansatz verfolgen. Gleichzeitig entkommen wir natürlich nicht der Tatsache, dass dieses Gebäude vor 1945 mit bestimmten Intentionen, die sind ja alle angesprochen worden, errichtet worden ist und wir dem Rechnung tragen müssen und damit umgehen müssen. Und es eine lange, jahrzehntelange Nutzung nach 1945 gab. Und damit müssen wir umgehen. Und das müssen wir darstellen in Ausstellungen und in aller Differenziertheit umgehen damit. Und manchmal entkommt man auch Fragen nach dem Vergleich etc. nicht. Und dann muss man professionell auf einer wissenschaftlichen Basis, deshalb mein Rekurs auf den Beutelsbacher Konsens. Also Wissenschaft ist die Basis. Das kann nicht die Methode sein in der Kommunikation, aber das muss unsere Basis sein an so einem Ort. Das ist völlig klar. Noch eine zweite Anmerkung zu einigen anderen Sachen. Ich finde das alles wahnsinnig spannend und freue mich schon auf die künftigen Diskussionen und auch Auseinandersetzungen. Aber ich so als Ceterum censeo doch nochmal in den Raum werfen, was Frau Kassner ganz zu Beginn gesagt hat. Ich glaube, insgesamt in der Gedenkstättenarbeit müssen wir stärker von den Besucherinnen, Besuchern, Rezipientinnen, Rezipienten her denken. Die kommen dahin, stehen vor einer 4,5-Kilometer-Anlage und fragen erstmal, was ist das? Wieso steht das da? Es sind ganz basale Fragestellungen und die müssen wir erstmal aufnehmen und da müssen wir Antworten geben können. Das ist der allererste Job. Und das, wenn man dann mehr Zeit hat mit Schulklassen, kann man nochmal anders rangehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich immer nochmal zu verdeutlichen, für wen machen wir das eigentlich und mit was für Fragen kommen die eigentlich an? Mhm. Ich glaube, es ist eine gute Steilvorlage für Thomas Lutz. Ja, genau. Also vielen Dank. Also was die beiden Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, das unterstütze ich. Erstmals hier, ich denke, es gibt unterschiedliche Phasen in der Geschichte dieses Gebäudes und diese Phasen muss man auch darstellen. Das ist das eine. Das andere ist dann auch sozusagen, man muss sich schon überlegen, was will man darstellen. Also natürlich kann man von den Besuchern her denken, aber man muss natürlich auch überlegen, was will man den Besuchern auch nahe bringen in der Geschichte. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist das, was man halt nicht machen kann. Wir können, die Geschichte ist vorbei. Die Geschichte des Nationalsozialismus ist über 75 Jahre vorbei, die der DDR über 30 Jahre. Die wird man nicht mehr einholen können. Also zu meinen, man könnte dort ein emotionales Erlebnis haben, was einen in die Geschichte reinführt, halte ich für ein großes Problem. Das funktioniert so nicht, sondern uns geht es ja um eine sachliche Aufklärung mit allen wissenschaftlichen, was Herr Schmidt ja auch schon gesagt hat, Grundlagen, die man dafür haben will. Und auf der Grundlage, denke ich, kann man dann schon viel machen. Und da wäre ich dann auch wieder vorsichtig, die Geschichte darstellen zu wollen, um sie miteinander zu vergleichen. Dann kommt für mich immer die Frage, warum vergleicht man? Wenn man aus Neugierde vergleicht, um bestimmte Sachen verstehen zu können, kann ich das akzeptieren. Aber wir erleben dann halt auch, also bei Herrn Schmidt nicht, bei anderen auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern, aber wir erleben auch natürlich immer wieder, dass diese Vergleiche, dass es eigentlich nicht um Vergleich, sondern um eine Gleichsetzung geht und damit vor allem auch um eine Entschuldung von bestimmten Geschichten unterschiedlicherweise. In Deutschland meistens des Nationalsozialismus,
Da wäre ich dann vorsichtig. Also ich glaube, da muss man schon auch dann differenzieren. Aber so wie das im Moment in Prora angelegt bin, freue ich mich da auch eher auf die Auseinandersetzung, auf die Diskussion, als dass ich da diese Bedenken hätte, die ich zum Schluss geäußert habe. Ja, ich glaube, die Diskussion hat sehr schön gezeigt, wie spannend dieses Projekt ist, wie viel Potenzial da drin steckt, was man dort alles erklären kann, was man zeigen kann, was man auch zeigen muss, wenn Besucher an diesem 4,5 Kilometer langen Block stehen und, wie Herr Schmidt sagte, dann sich fragen, wo kommt das eigentlich her? Warum steht das Ding da? Was war damit intendiert? Was war hier mal los? Und das, glaube ich, sind Aufgaben, die dem künftigen Bildungs- und Dokumentationszentrum obliegen. Wir, glaube ich, alle können danken, dass Bund und Land jetzt die Renovierung und bauliche Instandsetzung garantieren. Dann braucht es noch mal eine Anstrengung, um auch die Ausstellung zu finanzieren und die Arbeit, die ja nicht einfach die Heinzelmännchen machen, sondern gute, ausgebildete Gedenkstätten-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also hier ist noch eine lange Aufgabe vor uns, aber ich glaube, das, was die Diskussion heute und die vielen Beiträge gezeigt haben, eine spannende Aufgabe, eine lohnende und eben eine, wie ich finde, mit sehr, sehr viel spannendem, herausforderndem Potenzial. Und ich freue mich sehr, dass Kerstin Kastner heute als langjährige, ja auch Landrätin, muss man sagen, als langjährige Vorsitzende engagiert für Prora, langjährige Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Bildungs- und Dokumentationszentrums Prora das Schlusswort heute halten wird. Bitte, Frau Kasten. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich bin persönlich und in meiner politischen Laufbahn sehr mit Prora verbunden. Meine Eltern sind auf die Insel Rügen gezogen, weil mein Vater Offizier war und als Lehrer an der Unteroffiziersschule und später an der Offiziershochschule in Prora gearbeitet hat. In meiner politischen Laufbahn habe ich eben dann sehr nah mitbekommen, wie sich die Geschichte nach der Wende gestaltet hat. Also 1991 wurden die militärischen Standorte geschlossen und es war eben nichts mehr da. Bisschen später entwickelte sich dann in Prora ein ganz buntes Treiben. Also es gab eine Jugendherberge in einem Teil der Blöcke und es gab in der Mitte eine breite kulturelle Vielfalt, die dort sich etablierte. Also der Bund vermietete Gebäudeteile und es war wirklich spannend, dort das zu erleben. Es gab ein Museum zum Anfassen und so weiter. Und mit einem Mal wurde das aber beendet, weil man die Liegenschaft verkaufen wollte, möglichst an einen Investor. Und von da an war eben Ruhe. Die sich gerade bildenden Unternehmen dort mussten wieder ausziehen. Viele sind sogar ganz von der Insel weggegangen. Die Jugendherberge wurde wieder geschlossen. Und das hat mich natürlich als Politikerin sehr geärgert, dass das nicht mehr möglich war. Und deshalb habe ich immer den Prozess in Prora sehr stark begleitet und habe aber auch eigene Akzente gelegt. Einmal natürlich im Prora-Zentrum mit den Mitarbeitern, die dort über Jahre eine wunderbare Arbeit geleistet haben. Da kann ich nur herzlich Danke sagen, aber genauso gut im Dokumentationszentrum. Auch dort bin ich bei unendlichen Terminen gewesen und habe viele Bildungsarbeit miterlebt, Ausstellungseröffnung, tolle Menschen kennengelernt. Also ganz spannende Zeit immer. Auch da herzlichen Dank, dass ihr das alles so macht und immer mit der unsicheren Zukunft, ja, weil man ja nicht weiß, wie lange darf man in den Gebäudeteilen verweilen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir endlich dort eine klare Ausrichtung haben. Ich habe mich dann gefreut, dass wir als Landkreis mit Unterstützung auch des Kreistages damals die Einrichtung der Jugendherberge stellen konnten, sozusagen für die damals geschlossene als Ersatz. Das war mir sehr wichtig. Und ich freue mich da über die jungen Leute, die dort jetzt Urlaub machen.
Aber ich habe mir auch immer gewünscht, dass wir eine Bildungsstätte haben, eine Dokumentationsstätte, weil ich habe es eben schon immer wieder erlebt von den Gästen, die auf die Insel kamen, dass sie wissen wollten, was ist in diesem Gebäudekomplex passiert. Ist ja immerhin riesengroß und auch gerade internationale Gäste wollten immer wieder wissen, wie gehen wir auch damit um. Das war für mich auch eine Verpflichtung. Und ein ganz wichtiger Teil war auch, dass viele Menschen, so wie Stefan Schack das geschildert hat, die dort auch gearbeitet haben, gelebt haben, damit ihre Erfahrung gemacht haben, negative, vielleicht auch positive. Deshalb war es uns auch wichtig, dass wir Zeitzeugenberichte festhalten konnten, um einfach das, was dort passiert ist, auch zu dokumentieren und für unterschiedliche Geschichtsarbeit eben als Erinnerung zu bewahren. Das fand ich immer ganz, ganz wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig, richtig glücklich. Leider habe ich 2011 nicht mehr weiter das aktiv als Landrätin verfolgen können, dass wir diese Bildungsstätte einrichten. Aber alle, die hier so als Mitmacher auf dem Weg dabei waren, die wissen, dass ich da nie aufgehört habe, darum zu kämpfen, dass das so kommt. Und ich bin so unendlich dankbar über alle, die eben als Unterstützer, Mitmacher eben gewonnen werden konnten auf diesem langen, langen Weg. Ich habe jetzt Angst, irgendjemand zu vergessen und nicht zu benennen. Deshalb alle, die mitgemacht haben, herzlich danke dafür. Und wenn ich jetzt unsere heutige Veranstaltung nochmal Revue passieren lasse, dann sage ich mir, was lohnt sich wirklich? Das ist so facettenreich, da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Ansatzpunkte, an diesem besonderen Ort in Prora Erinnerungsarbeit, Bildungsarbeit zu machen. Wir können diese Geschichte in vielfältiger Möglichkeit nutzen und dass das wirklich wichtig ist. Das will ich noch mal ganz fest unterstreichen. Wir haben es in einer politisch wirklich sehr schweren Zeit im Moment bitter nötig, dass wir Bildungsarbeit leisten, dass wir politisch uns mit den Dingen auseinandersetzen. Und da kann Prora auch eine sehr gute Möglichkeit bilden. Schönen Dank an alle, die heute hier mitgewirkt haben, von meiner Seite. Frau Kassner, herzlichen Dank. An diese aufmunternden und zukunftsweisenden Worte kann man gut sozusagen nichts mehr hinzufügen. Ich danke Ihnen allen, die heute an der Diskussion